zusammen, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin seit kurz vor 8 wach, wollte eigentlich noch länger im Bett liegen bleiben, weil es einfach so kuschelig war und ich eigentlich irgendwie gar nicht die Motivation hatte aufzustehen. Aber gerade wie es immer dann kommt, hat der Postbote an der Tür geklingelt. Ich habe mich natürlich gefreut, dass mein Paket gekommen ist, aber normalerweise kommt er immer so gegen 10, deswegen war ich etwas verwundert. Ja, und dann musste ich aufstehen. Und es ist immer genau an den Tagen, wo du nicht aus dem Bett willst, kommt der Postbote früher. Und dann, wenn du schon weißt, okay, der kommt heute, du stehst zackig auf, machst dich fertig, und dann kommt er nicht. Wie gestern zum Beispiel. Ich habe gedacht, gestern kam schon mein Paket oder würde kommen, aber ist leider erst heute Morgen gekommen. Ja, und dann war ich quasi gezwungen aufzustehen. Und ja, obwohl ich nicht aus dem Bett gekommen bin, habe ich besser geschlafen als letzte Nacht. Ja. Ja, ich bin dann schon duschen gegangen, habe noch dieses sexy Haarturban, wollte ich sagen, auf dem Kopf. Und habe mir jetzt auch schon Frühstück gemacht. Heute ist es wieder mit Ei geworden. Ich weiß nicht, wieso, aber momentan esse ich das total gerne. Ich werde jetzt auch in Ruhe Frühstück und danach zeig ich euch auch mein Paket. So, ihr Lieben, wir machen natürlich jetzt wieder zusammen das Türchen auf. Heute haben wir den 15. Und deswegen mache ich das jetzt auf. Ja, und wie halt gestern schon vermutet, ich stecke es jetzt oben am 18. rein. Es kommt definitiv dahin. Und da ist es wieder runtergekommen. Okay, ein Duschpeeling steht nicht drauf, welcher Duft oder so, aber ich lese wieder vor. Trage das Duschpeeling in kreisenden Bewegungen auf deine Haut auf. Starte damit bei deinem rechten Bein und arbeite dich nach oben. Damit regst du die Mikrozirkulation der Haut an. Also Leute, merkt euch, mit dem rechten Bein, nicht mit dem linken. Okay, ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall schon, was am 18. drin ist. Ne, eigentlich nicht, weil ich habe es noch nicht umgedreht. Und das werde ich auch nicht tun. Es bleibt eine kleine Überraschung. Aber wir sehen, Weihnachten rückt immer näher. Es sind gar nicht mehr viele Türchen. Und jetzt machen wir zusammen mein Douglas-Paket auf. Ich löse mal schnell hier die Banderole und dann geht es weiter. Oder geht das auch so? So geht es, glaube ich, auch. Dann könnt ihr wenigstens ein bisschen... Nicht erschrecken, wie ich aussehe. Ich habe meine Haare ja, vorhin gewaschen und die sind jetzt am Trocknen und habe ich immer so eine Löwenmähne. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte zu dem Paket. Ich selber wollte eigentlich gar nicht bestellen, aber ich wurde beauftragt von meinem Vater, ein Parfum für meine Mutter zu bestellen, was er ihr dann zu Weihnachten schenkt. Das machen wir eigentlich immer so, dass er mir den Auftrag gibt, ich führe ihn aus. Und er schenkt es ihr dann. Und meine Mutter ist recht empfindlich, was Parfums angeht. Die kann da nur so bestimmte Sorten verwenden. Und ich weiß von 3 Stück. Und ich habe ihr jetzt das bestellt, was ich schon länger nicht mehr hatte. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Wie gesagt, das ist das Paket. Ganz viel Verpackungsmaterial. Und zwar habe ich ihr bestellt... Mit dem Film habe ich es noch nicht so drauf. Und zwar habe ich ihr bestellt das Parfum Dolce & Gabbana The One. Das ist zum Beispiel 1 von 3, was sie sehr gut verträgt. Und das hatte sie halt schon super lange nicht mehr. Deswegen dachte ich, wird sie sich darüber freuen. Das ist auch schon in so einer süßen Geschenkverpackung. Da ist halt einmal das Parfum und eine Bodylotion enthalten. Und das war im Angebot für 50 Euro. Kann man überhaupt nichts sagen. Und ja, ich denke, sie wird sich darüber freuen. Außerdem... mag sie noch das Armani C und La Vie est Belle von Lancôme. Das sind so 3 Parfums, wo ich weiß, dass sie das gut verträgt und was sie auch vom Duft her mag. Und ich habe mich eben auch schon ein bisschen gerüstet. Ich hoffe, man sieht den Unterschied. Sieht ein bisschen fresh aus. Ich muss nur noch meine Haare machen, aber das kommt dann später. Und es ist ja nicht so, dass ich dann dabei geblieben wäre. Ich habe mir das Ganze dann mal angeschaut. Bei den Parfums, als ich das Set von Dolce & Gabbana entdeckt habe, da habe ich noch ein Set entdeckt. Und das ist ein Parfum, das wollte ich schon so lange haben. Und deswegen habe ich es mir jetzt selber bestellt.
Boss oder Hugo Boss The Scent. Und das Parfum hat eine Freundin von mir und auch eine Cousine von mir. Und ich liebe es einfach. Und das war jetzt auch im Angebot, ich glaube, für 40 Euro. Ich guck mal gerade auf der Rechnung. Genau, es hat nur 40 Euro gekostet und ich hatte noch einen 5 Euro Rabattgutschein. Also habe ich quasi dafür nur 35 bezahlt und das ist echt der Hammer. Und wenn man etwas von Hugo Boss bestellt hatte, ich weiß nicht, ob es einen bestimmten Einkaufswert benötigte, da hat man noch hier das bekommen. Voll cool, ne? Hugo Boss Bottle, das Duschgel, die 100 Milliliter Variante. Schau mal, vielleicht gebe ich das meinem Vater oder meinem Freund. Ich glaube, die tragen beide das Parfum auch. Also mein Vater auf jeden Fall. Ich glaube, mein Freund im Moment nicht. Aber wenn mein Vater das nicht möchte, bekommt es mein Freund. Dann gab es noch die Aktion, dass man sich 4 Pröbchen statt 2 aussuchen konnte. Da habe ich mir einmal die Foundation von Lancôme ausgesucht. Tint Idol Ultra Wear. So, jetzt habe ich das Pröbchen gefunden. Und zwar ist es von L'Oréal Botanicals, eine seidige Haarcreme. Ich denke mal, das ist eine Kur oder sowas. Habe ich mir noch nicht mal angeschaut, aber ich habe von der Marke noch nichts getestet und hat mich halt voll angesprochen. Dann habe ich noch 2 Parfumpröbchen für die Herren ausgesucht. Einmal hier von Hermes, diesen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Und Joop habe ich noch eins mitgenommen. Wow, schmeiß weg. Ja, ich gucke mal, ob mein Vater irgendwie was gefällt. Ansonsten bekommt es mein Freund, mein Bruder. Ja, bis er da ist, haben die anderen 2 sich schon was ausgesucht. Und dann hatte ich noch Rabattcodes gefunden. Einen hatte ich per Newsletter, einen habe ich im Internet gefunden. 4 noch so Goodies. Und da habe ich einmal von Urban Decay Troublemaker Mascara Probe. Mega cool, da freue ich mich. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Sieht vielversprechend aus und ich bin eh mal auf der Mascara-Suche. Und dann, worüber ich mich noch mehr freue, ist Bobbi Brown, ein Pot Rouge in der Farbe Powder Pink. Das sind, lass mich mal kurz schauen, 1,7 Gramm enthalten. Das finde ich gar nicht wenig für so ein Gratisgeschenk, sage ich mal. Jetzt versuche ich das noch mit einer Hand aufzubekommen, um die Farbe mal anzuschauen. Wow, da ist sogar ein Spiegel drinne. Und das ist die Farbe. Sieht ganz cool aus. Das ist so ein Rotbraun mit so einem Pinkanteil. Finde ich ganz cool. Ich freue mich darüber mega. Und das war auch schon ja, mein Haul. Wie gesagt, ich kann das Parfum nochmal auspacken. Vielleicht, wenn ihr den Flakon seht, kennt ihr das ja. Ach, das ist übrigens auch so halt so ein Geschenkbox. Und das sieht so aus. Das ist die Geschenkbox, wie gesagt, mit diesem wunderbaren Parfum. Ich liebe es. Hier ist auch die Bodylotion dabei und dann ist hier noch so ein kleiner Nagellack. Den kriege ich jetzt nicht raus. Ja, richtig cool. Es gab noch ein anderes Geschenkset mit dem Parfum. Da war die Bodylotion nur größer. Hier sind jetzt 50 ml, bei dem anderen waren 100 ml, aber ohne Nagellack. Ja. Ich finde das so toll. Das riecht einfach unfassbar gut. Deswegen muss ich es mir einfach kaufen. Ja. Ich bin mal wieder irgendwie aus der Puste. Ich weiß nicht, warum ich momentan so kurzatmig bin. Aber ja. Ich will jetzt noch meine Haare machen. Dann muss ich hier einmal durchsaugen, damit es ein bisschen fresh ist. Draußen regnet es schon den ganzen Tag. Aber lassen wir uns davon nicht stören. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich melde mich jetzt mal wieder zurück. Es sind schon ein paar Stunden vergangen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich gefilmt habe, habe ich euch meinen Douglas Haul gezeigt. Ja, was habe ich in der ganzen Zwischenzeit gemacht? Ich wollte eigentlich nur staubsaugen und ein bisschen aufräumen. Habe ich auch gemacht, aber dann habe ich noch das komplette Bad gewischt. Dann habe ich noch meinen kompletten Schminktisch aufgeräumt. Der sieht schon 1000-mal besser aus als vorher. Steht immer noch viel rum, was weg muss. Gerade hier vorne das und hier meine Sachen vom Haul müssen noch weg, aber dafür habe ich jetzt leider keine Zeit. Ich habe noch eine Waschmaschinenladung gemacht, die dann auch aufgehangen und richtig Ordnung gemacht. Und dann war ich so im Stress, habe eben schnell was gegessen, mich jetzt für die Arbeit fertig gemacht. All black.
Das Oberteil ist ganz cool, weil die Schultern so frei sind. Ist von Zara, habe ich mir im Sommer im Sale geholt. Die Hose hat hier an den Knien auch so Cuts, die ist auch von Zara. Und die schwarzen Boots, die sind No Name. Ja, Haare geglättet, geschminkt hatte ich mich ja schon. Heute mal auch mit Brille zur Arbeit. Ich bin noch ein bisschen im Zeitdruck. Ich muss in genau 2 Minuten losfahren. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier schon von euch. Ich werde jetzt heute Abend wieder nach Hause kommen. Dann wird es nichts mehr Spannendes zu filmen geben. Deswegen würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder. Nee, gar nicht wahr. Morgen werde ich nicht filmen, denn morgen bin ich den ganzen Tag auf der Arbeit. Und dann werde ich mich wahrscheinlich erst Sonntag wieder melden, weil morgen gibt es dann absolut nichts zu zeigen. Dann komme ich nach Hause, dann ist schon Zeit zum Schlafen. Okay, dann macht's gut und bis Sonntag.